Hallo, guten Abend an die, die schon da sind. Herzlich willkommen zu Klardenken. Wir warten noch bis um 19.05 Uhr, bis wir starten, damit noch ein paar mehr Leute ankommen. Also wenn wir noch ganz stumm nur in den Raum schauen, liegt es daran, dass wir noch auf mehr ZuschauerInnen uns gedulden. Bis gleich. Okay, jetzt ist es 6:55. Ich würde sagen, wir starten. Nochmal herzlich willkommen zur Veranstaltung Klardenken vom Linksnet. Es soll heute darum gehen, dass wir ein Jahr nach dem Ende der Corona-Pandemie auf die aktuelle Situation schauen und uns fragen, was hat sich verändert? Vielleicht zum Guten oder zum Schlechten? Wo stehen wir gerade und wie können wir die Krise nutzen, um eine bessere Politik zu machen? Klardenken ist eine Veranstaltungsreihe. Heute Abend ist die 10., wenn ich richtig gezählt habe. Es ging um Veranstaltungen rund um Corona, um die Corona-Maßnahmen. Es gab was zu Bildung, Gesundheit, Pflege, Sport, Kultur, Gastro, Wohnen. Und es geht nicht immer nur um die Perspektive in Deutschland, sondern auch eine globale Perspektive und die Auswirkungen auf soziale Ungleichheit. Genau, und mit dieser Veranstaltung heute Abend schließen wir die Veranstaltungsreihe auch ab. Es gibt dann nochmal einen Auswertungstalk. Wir wollen eine Stunde lang mit euch diskutieren, hoffen, ihr habt zu dieser späten Stunde noch genügend Energie dazu und wollen es deswegen aber auch kurz halten, damit es nicht zu langatmig wird für euch alle. Mein Name ist Nina Treu, ich arbeite im Konzeptwerk Neue Ökonomie und bin dieses Jahr für Leipzig Nord Direktkandidatin für die Linke für die Bundestagswahl
Und die Menschen, die im Hintergrund jetzt nicht zu sehen sind, aber diese Veranstaltungsreihe organisiert haben, haben uns drei wunderbare Referentinnen eingeladen. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ihr sie seht. Da ist zum einen Horst Kahrs. Er ist Referent für Klassen- und Sozialstrukturanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Zum zweiten ist da Anne Roth. Sie ist Referentin für Netzpolitik der Linksfraktion im Bundestag. Und noch Marco Böhme. Er ist stellvertretender Fraktionssprecher, Vorsitzender und Sprecher für Mobilität der Linksfraktion in Sachsen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit uns zu diskutieren. Einige Worte kurz zum Ablauf. Wir würden versuchen, hier zwei relativ knackige Runden auf dem Podium zu machen. Einmal sozusagen zu der Einschätzungssituation und dann einen Ausblick, den wir nutzen können, und würden dann gerne mit euch ins Gespräch kommen. Also es ist nicht ganz so interaktiv, weil es ja auf YouTube ist, aber ihr könnt Fragen unten bei YouTube posten und die werden dann zu uns übertragen und wir greifen sie auf. Wenn da nicht so viele Fragen kommen würden, hätten wir auch noch genügend Gesprächsmaterial auf dem Podium, haben wir gerade schon festgestellt, in der Vorbereitungsrunde. Genau, aber es soll auf jeden Fall Raum geben für eure Fragen. Und damit würde ich auch jetzt schon beginnen. Und als erstes hat Horst das Wort. Horst, wir würden von dir gerne eine Einschätzung bekommen. Wie nimmst du die Stimmung gerade wahr? Wo stehen wir insgesamt ein Jahr nach Corona? Ja, erstmal schönen guten Abend von mir, von meiner Seite, und vielen Dank für die Einladung. Ich werde versuchen, vielleicht vier Hauptsätze in diesen drei Minuten oder fünf Minuten zu deiner viel umfassenderen Frage zu stellen. Also, weil die Stimmungslage ändert sich ja, wenn man auf die Bevölkerung guckt und auf die Umfragen guckt, je nachdem, mit wem man redet und wo man redet, doch recht schnell. Und gleichzeitig gibt es ein paar längerfristige Tendenzen, die man beobachten kann, die würde ich irgendwie so beschreiben. Erstens hat die Zahl derjenigen, die die Corona-Maßnahmen für übertrieben hält, leicht zugenommen, und die Zahl derjenigen, die sie für nicht ausreichend und nicht scharf genug und so einschätzt in den Umfragen, hat deutlich zugenommen, und damit also in der Mitte die Zahl derjenigen, die die Maßnahmen genau richtig findet, ist eigentlich deutlich zurückgegangen. Und das ist eine Tendenz, die beobachten man in den Umfragen seit ungefähr 2 Monaten, sozusagen seit dem Übergang von der zweiten Welle in die dritte Welle, wie es die Epidemiologen beschreiben. Dafür gibt es, glaube ich, 2 oder 3 ganz wesentliche Ursachen, die mit der Frage zusammenhängen, wie die politisch Verantwortlichen mit der Gesellschaft, also mit uns als Bürgerinnen und Bürgern, kommunizieren oder nicht kommunizieren. Der erste Punkt, den man bemerken muss, ist, es wurden Erwartungen geweckt, ohne sich um die Umsetzung und Durchsetzung dieser Erwartungen irgendwie ausreichend Gedanken zu machen. Stichworte sind dafür, man kündigt Tests an, aber man hat sich keine Gedanken darum gemacht, wie die Tests dahin kommen, wo getestet werden soll. Ähnlich verhält es sich mit dem Impfen und so weiter. Das heißt, es ist so eine Ebene entstanden, wo politische Entscheidungen getroffen werden in der Erwartung, um Stimmungen in der Bevölkerung zu beeinflussen, Erwartungen zu schüren, zu tun, als wäre alles bald vorbei, und hat sich keine Gedanken darum gemacht, wie es gehen kann. Das führt dazu, dass so ein Eindruck entsteht, die können es nicht, die wissen nicht, was sie tun, die wissen nicht, was sie eigentlich entscheiden. Und das Zweite ist, man hört nicht mehr auf die Wissenschaft, auf die Virologen und die Epidemiologen, begründet aber nicht ausreichend, warum man das nicht tut, warum man auch andere Gesichtspunkte benutzt, was berücksichtigt, was ja im Prinzip eine gute Sache ist, Abwägungsentscheidungen zu machen. Nur man macht die Abwägung nicht mehr transparent und führt damit den Eindruck, politische Entscheidungen werden nach Interessenlagen gefällt, entweder nach starken Lobbyinteressen, die halt auf die Entscheidungen einwirken, oder aber nach den Wahlkampfinteressen der agierenden Personen. Also es geht nicht mehr um die Sache und die Pandemiebekämpfung, sondern es geht um Vorteile, entweder im wirtschaftlichen Leben oder im Alltagsleben oder aber im politischen Kampf. Und das führt dazu, dass ich sagen würde, im Großen und Ganzen haben wir eine Situation, wo sich der Satz von vor 13 Monaten der Bundeskanzlerin, als sie sagte, die Lage ist ernst, nehmen Sie sie auch ernst,
heute umkehrt. Heute würden die Bürgerinnen und Bürger von der Stimmung eher sagen, ey Politiker, die Lage ist ernst, nehmt sie bitte auch endlich wieder ernst und lasst uns nicht mit den ganzen Problemen allein und hört auf, in eurer eigenen Welt eure jeweiligen Spielchen zu treiben. Das würde ich so als so eine Grundstimmung beschreiben oder beziehungsweise nicht als die Grundstimmung, sondern als den grundlegenden Wechsel in der Stimmung, den man beobachten kann. Das war wirklich sehr kurz und knackig. Vielen Dank. Du hättest sogar noch eine Minute mehr, wenn du möchtest. Dann schreib sie mir gut. Okay, schreib dir eine Minute gut. Also wir hatten Horst gebeten, sozusagen einzusteigen mit einer so globalen Einschätzung. Und natürlich können das Anne und Marco auch und haben aber spezifisches Wissen aufgrund von Netzpolitik und Verkehrspolitik und würden das gerne als zwei Beispiele nutzen. Und deswegen würde uns Anne jetzt einen Einblick geben, wie was von der Corona-App zu halten ist aus einer linken Perspektive, wenn ich das richtig formuliert habe. Mal gucken. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für nochmal von mir für die Einladung und die Gelegenheit. Ich habe jetzt gedacht, ich versuche mal so ein bisschen einen Blick zu werfen auf die digitalen Aspekte der Corona-Pandemie-Lösung. Und klar, dann landen wir sofort bei der Corona-Warn-App. Und ich würde sozusagen gerne auch nochmal auf den Anfang zurückkommen. Wie sind wir eigentlich dabei gelandet, dass es die gibt? Und ganz am Anfang, das war noch im März letztes Jahr, erinnern sich vielleicht einige, dass Spahn Gesundheitsminister Spahn total schnell dabei war zu sagen, was uns hier aus dieser Pandemie wieder raushilft, das sind die AHA-Regeln, also Abstand halten, Hygiene, die Masken und wir brauchen eine App. Das kam total schnell. Und da gab es noch keine App, also da war sozusagen noch nichts da, aber Spahn hatte schon ganz schnell diese Überzeugung, eine App wird uns hier raushelfen, ohne eigentlich gut begründen zu können, was diese App machen soll und wie die uns dabei würde helfen können. Dann wurde auf andere Gegenden gezeigt, die irgendwie mit Überwachungsmaßnahmen in autokratischen Regimen Dinge tun und das wollen wir natürlich nicht, aber Digitalisierung soll helfen. Und dann hatten wir eine wilde Debatte über die Corona-Warn-App, als es die noch nicht gab. So, das zog sich über März, April, Mai hin. Und ich würde sagen, diese Debatte war aus linker Perspektive, auch wenn das von vielen vielleicht nicht geteilt wird, eigentlich ein Erfolg, weil das, was Spahn zuerst vorhatte mit seiner App, das war eine kommerzielle App mit einem mit Software, in die man nicht reingucken konnte, und zentraler Datenspeicherung, die sehr kritikwürdig war. Und es gab eine wilde Streiterei, zunächst hinter den Kulissen und so langsam dann auch in der Öffentlichkeit, wo sich glücklicherweise Computerwissenschaftlerinnen durchgesetzt haben, die gesagt haben, wir wollen hier, also wenn schon eine App hier in dieser Stelle so schnell aus dem Boden gestampft wird und eingesetzt wird, die ja letztlich Gesundheitsdaten und personenbezogene Daten verarbeitet und von der massiv Druck gemacht wird, dass alle sie benutzen, dann muss man schon auch gut hingucken, was das für eine App ist. Und an der Stelle hat sich viel öffentlicher Druck durchgesetzt und für die gute Variante gesorgt. Auch weil Google und Apple gesagt haben, ihr bekommt den nötigen Zugang zu unserer Infrastruktur nur, wenn ihr diese dezentrale Infrastruktur in eurer App verbaut. Das war eine heftige Streiterei, auch international. Es ging auch darum, dass das interoperabel sein sollte. Und das, was dabei rauskam, war gut, würde ich sagen, in dem Rahmen, wie so eine App hilfreich sein kann. Und da habe ich durchaus Fragezeichen, ob dieses Heilsversprechen, dass die App uns aus der Pandemie rettet, ob das tatsächlich hält. Und was dann passiert, ist nichts. Dann wurde da sehr viel Geld draufgeschüttet, die wurde aber nicht weiterentwickelt, die wurde auch schlecht kommuniziert. Viele Details davon waren nicht so ganz richtig. Manche haben nicht verstanden, wie es funktioniert und was sie machen müssen. Und dann hatten wir mindestens ein halbes Jahr lang eine Debatte, ich würde sagen bis Anfang dieses Jahres, wo die dominante Erzählung war, der Datenschutz macht hier alles kaputt. Also diese App, die hat so viel Datenschutz und die funktioniert nicht richtig und die funktioniert überhaupt nicht und wer benutzt die überhaupt? Was nicht stimmt, weil total viele Leute die runtergeladen haben, weil es total viele Warnungen über diese App gibt. Ich habe heute mal geguckt, also heute nochmal, bis Stand heute sind 367.000 positive Testergebnisse über diese App weiterverteilt worden an andere App-Nutzer und das ist total viel. Das heißt, ich glaube, die hat schon einen Effekt,
Aber es gibt eben diese öffentliche Debatte, dass in quasi jeder Talkshow erzählt wird, die benutzt doch keiner, die ist doch kaputt, die braucht man gar nicht. Und da haben wir so ein bisschen dieses Phänomen, dass wenn Prävention funktioniert, dann merkt man nichts davon. Ja, also man sozusagen, man spürt ja nicht, wie viele Infektionen diese App tatsächlich verhindert hat. Ich bin auch kein uneingeschränkter Fan dieser App. Ich finde, da ist auch einiges, was da nicht dran gut ist. Ich halte aber die Politik dahinter zu sagen, der Datenschutz macht uns hier alles kaputt und wir müssen jetzt hier mal ordentlich dynamische Startups auf die Reihe kriegen, die noch viel schwungvollere, schönere, noch schickere Apps in die Welt schicken, halte ich für problematisch. Und jetzt kann ich nicht sehen, was da steht, aber ich habe nur noch eine Minute Zeit und eigentlich wollte ich auch noch über die Luca-App sprechen. Und dann kam nämlich die Luca-App um die Ecke. Und die Luca-App ist so ein Startup mit Smoodo, der uns das Blaue vom Himmel verspricht und sagt, so diese App, die wird jetzt aber alle Probleme lösen, die wird uns alle aus der Pandemie befreien. Und das ist tatsächlich größtmöglicher Bullshit, muss ich sagen. Wem diese Luca-App befreit, das sind, und das finde ich auch finde ich total legitimes Interesse, ja aus Perspektive, wie man wie Smoodo, der Musik macht und Konzerte haben will, die hilft den Veranstaltern, den Restaurant- und Barbesitzern mit dem Infektionsschutzgesetz und den Corona-Verordnungen klarzukommen, wo nämlich drin steht, dass die Restaurantbesitzer und alle anderen Leute, die irgendwie Gruppen von Leuten bei sich haben, Listen führen müssen, wo draufsteht, wer wann da gewesen ist. Und dieses Problem will die Luca-App lösen. Die löst kein Pandemieproblem und die hilft, die schützt uns auch nicht vor Infektionen, sondern die löst das Problem der Restaurantbesitzer, mit diesen Listen klarzukommen. Eine vernünftige Lösung dafür wäre, die Verpflichtung zu diesen Listen aus den Corona-Verordnungen wieder rauszustreichen und stattdessen eine technische Lösung einzuführen, die Daten nicht zentral speichert. Und wenn ich wieder dran bin, erkläre ich euch, warum das ein Problem ist. Aber dazu, also Luca, ja, nächstes Mal. Schöne Abrundung. Vielen Dank, Anna. Du kannst mit Herr Horst anfangen, Zeit zu verhandeln im Chat, wenn du willst. Ich würde als nächstes an Marco übergeben. Ich hatte ja schon angekündigt, dass er Verkehrssprecher ist. Es gab sehr viele Hoffnungen in neue, innovative Lösungen für die Verkehrswende mit von Corona. Genau, vielleicht kannst du uns einen Blick darauf geben, Marco. Hat sich da so viel Positives getan oder wie schaut es da eigentlich aus? Ja, beim Thema Verkehr fallen mir eigentlich immer nur Skandale ein. Als Corona-Krise anfing, ging es ja gleich am Anfang darum, die Lufthansa zu retten mit mehreren Milliarden Euro. 10 Milliarden waren es, glaube ich. Und der eigentliche Skandal war ja nicht die Rettung an sich eines sehr schmutzigen Verkehrsmittels, aber dennoch auch für viele Menschen notwendig, was jetzt Langstreckenreisen angeht. Aber der eigentliche Skandal war ja eigentlich, dass der Staat das Geld gegeben hat, ohne große Debatte, ohne Parlament und ohne vor allem eine Gegenleistung. Also es gab dann keine Beteiligung oder irgendeinen Nutzen daraus, dass zum Beispiel der Bund Eigentümer von Lufthansa wird und dann zum Beispiel Inlandsflüge auf die Deutsche Bahn übergibt oder sowas. Das hat alles nicht stattgefunden. Das ist so der eine große Skandal. Aber wenn wir von dem normalen Alltag der normalen Menschen reden, die jetzt nicht jeden Tag fliegen, also normal zur Arbeit fahren oder zur Schule, dann hat sich natürlich bei vielen auch das Mobilitätsverhalten zunächst in der ersten Welle von Corona doch schon geändert. Also man hat einen massiven Anstieg an Radfahrnutzerinnen gesehen, der hält auch bis heute an. Also Fahrradfahren ist heute für viele Menschen sehr attraktiv, weil eben kostengünstig und auch gesund in jeglicher Hinsicht. Und während der ÖPNV zum Beispiel, der ja trotzdem auch ein gutes oder umweltfreundliches Verkehrsmittel ist, in der ersten Welle und auch in der zweiten Welle ganz massiv an Fahrgästen verloren hat, also teilweise 90% weniger Menschen in den Fahrzeugen waren und damit entsprechend auch hohe Einnahmeausfälle, was jetzt Tickets angeht. Und da hat der Bund dann den Rettungsschirm aufgelegt, auch erst nach langen Verhandlungen. Und hier in Sachsen zum Beispiel ist dieser Rettungsschirm erst gar nicht angekommen. Also die Regierung hier hat den Rettungsschirm vom Bund einfach genommen und hat gesagt, naja, wir geben euch maximal 70% der Einnahmeausfälle, was fatal gewesen ist und dann auch dazu geführt hat, also nicht nur wegen weniger Fahrgästen, sondern auch, weil kein Geld mehr da war, dass hier weniger Fahrzeuge in Sachsen in den Linienbetrieb gegangen sind. Das hat mit der Einbegründung natürlich zu tun, dass weniger Leute gefahren sind. Aber auf der anderen Seite hätte man ja eigentlich mehr Fahrzeuge bereitstellen müssen oder höhere Kapazitäten, damit eben Menschen nicht so eng nebeneinander sitzen müssen. Das ist ja am Anfang nicht so passiert. Mittlerweile fährt, ich denke, in fast jedem Verkehrsunternehmen wieder alles nach Plan. Aber trotzdem ist diese Kostenfrage noch ungeklärt. Also hier gibt es immer noch Streitereien mit den Zuschussgeberinnen, also die Kommunen und dem Land, was das eine Problem ist. Und so eine App zum Beispiel
könnte auch Vertrauen schaffen. Wenn es so eine schöne, wenn diese Corona-App von Anfang an positiv begleitet worden wäre und ohne diese ewige Spardebatte, die auch Anne gerade nochmal dargestellt hätte, die also wirklich mehr als 20 Millionen diese App runtergeladen hätten, dann hätte die App vielleicht auch mehr Vertrauen in den ÖPNV gebracht, weil das ist ja tatsächlich ein Verkehrsmittel, wo man sehr viele unbekannte Menschen auf engem Raum sieht. Und dass so eine App ein gutes Mittel sein kann, um danach im Nachhinein nochmal zu wissen, wenn jemand infiziert war, dass man da auch eine Meldung kriegt. Insofern ist das ganz sinnvoll. Und zur Ansteckungsgefahr im ÖPNV lässt sich, denke ich, auch sagen, solange Maske getragen wird, zeigen doch die meisten wissenschaftlichen Studien, dass gerade im Nahverkehr, wo also regelmäßig angehalten wird, Türen geöffnet werden, also eine Lüftung entsteht und in den meisten Fahrzeugen ja auch Klimaanlagen sind, dass dann die Ansteckungsgefahr nicht so hoch ist und deswegen man auch weiterhin ÖPNV nutzen sollte. Das Problem ist nur, es haben eben bis heute sind die Zahlen der Fahrgäste nicht wieder auf demselben Niveau wie vor Corona und sehr viele Menschen haben neben dem Fahrrad eben auch das Auto gerade massiv genutzt und wir haben also einen doch schon deutlichen Anstieg am Individualverkehr, am Pkw-Verkehr. Wir haben Gott sei Dank aber keinen Anstieg an den Verkaufszahlen von Autos. Das konnte man auch beobachten, soweit ich das sehen konnte. Allerdings ist die Nutzung von privaten Fahrzeugen dann doch schon nach oben gegangen. Und das ist schon ein Problem. Und wenn wir uns jetzt in Sachsen zum Beispiel den Haushalt anschauen, dann ist es schon auch bemerkenswert, dass gerade jetzt, wo das Radfahren so attraktiv ist, ausgerechnet jetzt in diesem Haushalt ja, weil viel gekürzt werden muss oder nicht auf die Geld ausgegeben werden kann und soll, gerade im Radverkehr Einsparungen vorgenommen wurden. Also da der Haushalt gekürzt wurde, und das ist natürlich ein massives Problem. Und auch generell mit den Verordnungen will ich vielleicht noch einen Satz sagen. Also vieles, darüber reden wir bestimmt auch gleich in der zweiten Runde, ist unverständlich. Überhaupt hat es ja auch gesagt, die Akzeptanz der Bevölkerung sinkt immer mehr, weil man nicht mehr nachvollziehen kann, warum die eine Verordnung so ist und die andere so. Und beim Verkehr gibt es da auch so ein Beispiel. Also warum zum Beispiel bleibt Fahrschule verboten? Also wenn Menschen einen Führerschein machen wollen, das ist verboten gewesen in dem zweiten Lockdown, aber Taxis durften fahren. Also was ist der Unterschied zwischen jemandem, der neben mir sitzt und ein Fahrlehrer ist, oder einem fremden Taxifahrer? Also das sind so Dinge, die auch zu Unverständnis geführt haben. Und das trägt eben auch dann dazu bei, dass die Akzeptanz schwindet und das ist nicht gut. Und da würde ich es vielleicht jetzt auch mal dabei belassen und mache hier erstmal einen Punkt. Ja. Also ich weiß auch gar nicht, ob es zu Begeisterung führt, auf jeden Fall zur Verwunderung, dass Anne war, die dir am längsten gesprochen hat. Gendermäßig interessant. Horst, du hast jetzt eine Minute mehr. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben vorher schon festgestellt, dass es relativ schwierig ist, von so einer kurzen Bestandsaufnahme direkt daran zu gehen, wie können wir das nutzen. Ne? Gleichzeitig machen wir ein relativ kurzes Podium. Ihr habt jetzt alle deutlich gemacht, es gibt so zwei Seiten. Ne? Also einerseits die Bevölkerung hat die Regierung viel zugetraut, jetzt ist Vertrauen verloren gegangen. Es gab irgendwie diese App, die besser war, als die Leute dachten, dass sie ist. Und es gab mehr Radverkehr, aber auch weniger ÖPNV und mehr Autos. Also ich finde es ganz interessant zu sehen, auf jeden Fall, wir können in beide Richtungen Sachen sehen. Und wir haben jetzt ganz viele Probleme nicht berührt, ne, aber als Ausblick für diese Themen. Was, wenn du jetzt auf die aktuelle Situation guckst und denkst, wie sollten wir damit weitermachen? Was möchtest du dazu sagen? Also ich glaube, wir müssen uns in dieser Diskussion, aber generell als Linke darüber verständigen, worüber wir reden wollen oder worüber wir zu reden hätten. Worüber ich wenig reden will, ist die Frage, wie brechen wir die dritte Welle? Da wird es demnächst irgendwo irgendwelche Entscheidungen geben und Maßnahmen und sie werden funktionieren oder nicht. Aber als Linke werden wir mangels Macht wenig Einfluss darauf haben, welche Entscheidungen dort getroffen werden. Und da kann man sich auch verkämpfen und vertun. Meine Perspektive ist eine andere. Ich gehe davon aus, dass uns diese Pandemie noch mindestens ein Jahr, möglicherweise sogar noch länger beschäftigen wird. Die Pandemie wird so lange Pandemie sein, wie sie nicht global geimpft wurde und wie sie nicht zumindest global zurückgefahren wurde auf den Status einer regionalen Epidemie, wie wir sie von Ebola oder von der ersten SARS-Variante, die in China, in Asien und so regional begrenzt werden konnte, ist. Wir wissen auch zweitens nicht, ob nach dem Ende der Pandemie nicht uns das Coronavirus in seinen verschiedenen Mutationen noch erhalten bleiben wird. Wir wissen nicht, ob wir nicht regelmäßig uns werden impfen lassen müssen, weil Corona einen ähnlichen Status bekommen hat wie die Grippeviren, gegen die wir uns auch regelmäßig impfen lassen. Das heißt, eigentlich reden wir über einen Zeitraum,
der Pandemie, der noch nach vorne hin offen ist, den wir noch gar nicht, wo wir noch gar nicht sagen können, wann Pandemie zu Ende ist. Und deshalb glaube ich, als Linke kommt es für uns darauf an, den Schwerpunkt darauf zu setzen, wie wir uns in der Pandemie so positionieren, dass uns das auch nach der Pandemie zugutekommt und stärkt. Also in der Pandemie darüber hinaus bereits denken und agieren. Und das hat ganz verschiedene Ebenen. Also ich finde, ich kann auf einer praktischen Ebene anfangen. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass das, was jetzt an Risikobewusstsein auch in der Bevölkerung entstanden und gewachsen ist, auch beibehalten wird, dass ich mir auch zukünftig einigermaßen sicher sein kann, dass jemand, der eine Erkältung und eine Grippe hat, den öffentlichen Nahverkehr nur mit einer Maske betritt und benutzt, wie es also in Japan zum Beispiel auch irgendwie zum Alltagsverhalten geworden ist, einfach als Rücksichtnahme auf Mitmenschen. Aber es hat auch ganz andere Komponenten. Ich würde zum Beispiel sagen, als Linke kommt es für uns ganz entscheidend darauf an, in der Pandemie so zu agieren, dass so die demokratischen Rechte und die Rechte der Einzelnen gestärkt werden. Das ist ja auch eine günstige Gelegenheit im Grunde genommen. Also wenn wir jetzt, also das wäre meine Kritik letzten Endes auch an Zero-Covid, an dieser Kampagne. Sie hat so ein Versprechen, was nicht einhaltbar ist, nämlich das Ende der Pandemie und das Ende von Corona. Also ich würde es aus linker Sicht viel wichtiger halten, also diese Linie zu verstärken, die Rechte der Beschäftigten im Betrieb zu stärken, also Gesundheitsschutzmaßnahmen, Infektionsschutzmaßnahmen, Testpflichten und all das andere, was man sich noch wünschen kann, was der Beschäftigte braucht, um sich in der, also nicht nur in dieser Pandemie, sondern grundsätzlich also vor Schaden für seine Gesundheit durch den Arbeitsprozess und durch den Arbeitgeber zu schützen. Das hätte einen bleibenden Wert, der über die aktuelle Pandemiebekämpfung hinaus reicht und wären gesetzliche Veränderungen und so weiter, die nicht zurückzunehmen sind. Also ich glaube, auf dieser Linie sollten wir viel mehr als Linke agieren und also solche Flöcke einschlagen, die man auch darüber hinaus nutzen kann. Das Zweite ist, wir sollten uns auch ganz verstärkt auf der Linie, was Marco schon angesprochen hat, positionieren in dieser Pandemie, öffentliche Gelder und Gelder aus Sozialversicherungen nicht ohne Gegenleistung und ohne Gegenwert geben. Wir sollten darauf dringen, dass wir öffentliche Gelder erhält, bitteschön keine Dividenden mit diesen öffentlichen Geldern finanziert. Wir sollten uns darauf fokussieren, dass mit öffentlichen Unterstützungen auch sozialökologische Transformation gefördert wird und also auch das Entwicklungsrichtungen mit vorgegeben werden, auch für zukünftige Investitionen. Und ja, wir sollten uns drittens auch darüber hinaus darauf konzentrieren, dass also öffentliche Reserven und Puffer aufgebaut werden. Wir brauchen, das haben wir jetzt alle erlebt, bessere Bezahlung in den Gesundheitsämtern, dass dort die fehlenden Arbeitskräfte, die freien Arbeitsplätze besetzt werden können, auch genauso im Gewerbeschutz. Man denke nur an also Tönnies und so weiter, um die Möglichkeit, also wie oft Betriebskontrollen stattfinden und eine ganze Reihe von anderen Dingen. All das stellen wir im Moment fest, ist dieser Staat nicht in der Lage zu gewährleisten, bis hin zu den Reserven im öffentlichen Gesundheitsdienst, also die sogenannten, also haben wir so etwas wie Reservisten in Anführungszeichen für die Krankenhäuser im Krisenfall und ähnliche Dinge. Und ich glaube, also da haben wir im Moment ganz große Chancen, etwas durchzusetzen und oder sagen wir zumindest mal größere Zustimmung für linke Forderungen und linke Positionen zu gewinnen, wo wir etwas erreichen können, was nicht nur für die Bekämpfung dieser Pandemie taugt, sondern was auch darüber hinaus so etwas darstellt wie eine Veränderung in der Gesellschaft in eine Richtung, wie wir sie für richtig halten und die auch deutlich macht, oder die auch Rechtspositionen schafft, die eben nicht einfach wieder zurückzunehmen sind nach dem Motto, jetzt ist die Pandemie zu Ende, jetzt ist wieder alles so wie früher. Und genau das ist ja unser Problem. Also als Linke können wir ja nie sagen, wir wollen zurück in die Normalität, weil die wollten wir schon immer verändern und die fanden wir schon immer, je nach Einschätzung, ganz beschissen, halb beschissen oder nur schwer erträglich oder wie auch immer. Und deshalb werden wir nie mit diesem Begriff irgendwie zurück zur Normalität operieren können. Und das bedeutet umgekehrt aber auch bereits in der Pandemie, also zu skizzieren, wie sollte denn diese neue Normalität, die wir wollen, aussehen und eben die Chancen zu nutzen, die ich so versucht habe, kurz zu skizzieren. Aber darüber ließe sich ja heute noch weiter diskutieren.
Ich glaube, ich bin schon wieder nicht bei den 5 Minuten gewesen. Du hast zumindest dieses Schild nicht hochgehalten. Ich erkenne mich nicht wieder. Doch, Horst, du hast sozusagen schon so einen Schluss eingeleitet, dass ich mir dachte, du endest bei der richtigen Zeit. Ich habe gerade den Eindruck, vielleicht wäre das ein besserer Anschluss, dass jetzt Marco weiterspricht. Außer Anna, du sagst, genau da kann ich gut anknüpfen. Gut, ich finde es auch ganz gut, wenn die Reihenfolge ab und zu ändert. Dann würde ich Marco als zweites das Wort geben. Genau, wir haben vorhin in der Vorbesprechung schon festgestellt, du findest es einen ganz guten Ansatz, in Sachsen dafür zu kämpfen, dass sich die Linke stark macht für Zero-Covid oder zumindest 3 Wochen Lockdown. Genau, wie kannst du an das anschließen, was gerade Horst gesagt hat, und was hältst du von den guten Wegen, die wir jetzt einschlagen sollten? Ja, also ich wurde ja vorhin gebeten, was zu Verkehr zu sagen, weil wir noch nicht in den anderen Veranstaltungen Verkehr beleuchtet haben. Aber natürlich bin ich ganz doll bereit, auch was zu den aktuellen übergreifenden Themen zu sagen. Wir haben als Landtagsfraktion heute jetzt nochmal wieder eine größere Debatte gehabt, was jetzt eigentlich linke Forderungen wären, oder anders gesagt, was wäre, wenn wir regieren, wie sehen dann die Verordnungen aus, hier in Sachsen zum Beispiel. Und da sind wir schon der Meinung, dass wir eben nicht sagen wollen, dass Großbetriebe einfach weitermachen wie bisher, dass die noch nie irgendwelche Einschränkungen hatten wegen Verordnung oder ähnliches, dass man also mit 500 Werksarbeitern bei BMW oder bei Bombardier in Bautzen jeden Morgen gemeinsam durchs Hoftor geht, also mit engen, sehr viele Menschen auf engen Raum arbeiten, während man sich im Privaten nicht mit mehr als 2 Haushalten treffen darf oder mit einer Familie, wenn man Geburtstag hat oder ähnliches. Das passt nicht zusammen. Und deswegen sind wir schon der Meinung, dass man über einen Zero-Covid oder über einen solidarischen Lockdown, wie auch immer man das jetzt bezeichnet, schon auch reden muss. Und da haben wir das heute auch gefordert. Und die Pressereaktionen sind schon dann auch ziemlich heftig, weil natürlich die Menschen, ich sag mal so, schon doch ziemlich die Schnauze voll haben von den ganzen Maßnahmen, aber nicht unbedingt die Schnauze voll haben, weil sie die Maßnahmen nicht grundsätzlich wollen oder weil sie Gesundheitsschutz nicht wollen, sondern weil sie dann eben kein Vertrauen haben, dass es A funktioniert, beziehungsweise B, die Leute, die dann von zum Beispiel finanziellen Einbußen betroffen sind, dann eben keine Zahlung erhalten. Also es warten ja heute noch Leute und Gastronomen darauf, dass die Novemberhilfe ausgezahlt wird. Das heißt also, es ist ganz viel Vertrauen verspielt worden in notwendige Maßnahmen, die es in der Vergangenheit gab und die es jetzt wahrscheinlich auch in Zukunft nochmal geben wird. Es gibt ja gerade das Bundesgesetz und ich gehe fest davon aus, dass wir auch nochmal einen Lockdown bekommen. Und aus meiner Sicht klappt das aber nur, wenn wirklich alle mitmachen, in dem Fall eben auch die Großbetriebe. Und das ist ja so eine zentrale Forderung auch von Zero Covid und die unterstütze ich auch. Aber Horst hat natürlich recht, es lohnt sich jetzt gar nicht groß aus linker Perspektive darüber nachzudenken, was jetzt die geeigneten Maßnahmen gegen die Pandemie sind, sondern man müsste natürlich auch weiterdenken und sich überlegen, in welcher Gesellschaft wollen wir auch mit der Pandemie leben. Denn auch nach diesem Lockdown oder nach der 3., 4. Welle ist die Pandemie oder dieser Virus ja nicht weg, gerade mit den Mutationen, die wir erleben. Insofern geht es eher vielleicht auch darum, wie wir ein linkes Leben mit dem Virus organisieren wollen. Und da brauchen wir eben auch Zukunftskonzepte, was jährliche Impfungen angeht zum Beispiel. Oder auch einen Schutz vor Ansteckungen von unbekannten Personen. Also ÖPNV habe ich vorhin ein Beispiel gebracht. Das ist so das Verkehrsmittel, sage ich mal so, wo man ungewollt mit unbekannten Menschen zusammentrifft. Während wenn ich mich ja in einem Restaurant mit Freunden treffe, ich zumindest irgendwie Kontaktpersonen kenne. Auf jeden Fall könnte eine Lösung wirklich sein, eine funktionierende App, die dann auch wirklich warnt. Und da müsste man aber jetzt aus linker Perspektive, und da kann Anne bestimmt auch nochmal was sagen, wirklich nochmal formulieren, was wir wirklich wollen. Also wollen wir faktisch, dass es für alle Menschen, auch die kein App oder kein Smartphone haben, trotzdem irgendwelche technischen Möglichkeiten gibt, und wie kommen wir dazu? Das wäre so eine Frage, die ich habe, dass man sich zum Beispiel irgendeinen Anhänger mitnimmt oder so, über den man dann nachverfolgt werden kann. Das sind so grundlegende Sachen. Aber wir müssen auch darüber reden, wie wir Schule auch weiter organisieren. Wir haben jetzt eine massive Debatte gehabt, ob diese Aussetzung der Schulpflicht für die Kinder am Ende nicht schädlicher war, als wenn sie zur Schule gehen würden. Ich halte davon nicht viel, weil tatsächlich ja Schule doch ein sehr großer Treiber der Pandemie auch ist. Aber man muss natürlich auch sagen, natürlich schadet es Kindern, wenn man, gerade Kleinkindern, wenn sie in der Schule ihre Freunde, ihre sozialen Kontakte nicht pflegen können und sehen können. Das sind also immer zweischneidige Sachen, die man da entscheiden muss. Ich finde aber trotzdem, dass man für die Zukunft auch einiges mitnehmen kann, zum Beispiel Homeschooling. Also was ist, wenn ein Schüler oder eine Schülerin sich ein Bein bricht oder generell mal länger krank ist, dann hat sie derzeit es sehr schwer, den Schulstoff aufzuholen. Und ich glaube, auch in Zukunft muss es solche digitalen Angebote auch für zu Hause geben, dass man also, auch wenn man nicht in der Schule, in der Klasse ist, dann per Video oder per digitale Aufgaben
da auch mitmachen kann, weitermachen kann. Und es gibt ganz viele Beispiele, wie man auch lernen kann oder positive Dinge aus der Krise mitnehmen kann. Und was aber überhaupt nicht geht, wenn ich noch den halben Minuten habe, ich weiß nicht, was du gezeigt hast, eine Minute habe ich noch. Also auch zum Beispiel Kurzarbeitergeld, ein tolles Instrument, was jetzt wirklich vielen Leuten oder Betrieben auch geholfen hat und Menschen real auch geholfen hat, dass sie nicht arbeitslos werden, wenn ein Betrieb gerade keine Aufträge kriegt. Aber was vollkommen aus der Debatte dann rausgeflogen ist, wenn jemand 8 Monate Kurzarbeitergeld bekommen hat, dann kriegt er auch keine Rentenpunkte. Ne? Also das ist so ein Problem, die wurden gar nicht bedacht. Also man muss auch ganz viel korrigieren an bestehenden Instrumenten und sich aber natürlich ganz viele noch neu ausdenken und erkämpfen für eine freie, emanzipatorische Gesellschaft, die noch gar nicht jetzt mit der Corona-Pandemie in Verbindung gebracht wurden. Aber ich glaube, das können wir erst, wenn die Krise sie halbwegs gemeistert ist, wirklich angehen und durchdiskutieren. Ja, danke Marco. Ich finde, ihr habt das beide ganz gut aufgezeigt, dass man versuchen kann, diese Krise zwar zu nutzen, aber dass natürlich die Kräfteverhältnisse sich nicht gerade zum Positiven verschoben haben. Anne, Marco hat ja auch schon die Überleitung gemacht, sozusagen, was hat es eigentlich mit Datenschutz zu tun, dieser Vertrauensverlust, was würden wir von der Netzpolitik uns da sozusagen wünschen aus der linken Perspektive? Was denkst du dazu? Ah, und ich wollte noch die Zuhörerinnen nochmal ermutigen, uns noch weitere Fragen zu stellen. Ich habe ja schon ein paar, aber genau, wenn ihr noch Fragen an uns habt, stellt sie gerne im Chat. Genau. Ja, Marco hat dankenswerterweise einen Teil meines netzpolitischen Programms mit den Schulen schon abgeräumt, sodass ich jetzt mehr Zeit habe für andere Sachen. Und würde dann auch sozusagen nochmal bei dem Beispiel der Apps bleiben wollen. Ich glaube, dass und da sozusagen habe ich einen Anknüpfungspunkt zu Horst, der sagt, das, was wir uns hier gerade überlegen, das stimmt nicht nur für die Pandemie und die ist auch nicht gleich vorbei, sondern das stimmt gegebenenfalls auch darüber hinaus. Und das würde ich sagen, ist auch bei der Digitalisierung so. Und wenn man über solche Apps nachdenkt. Und da, glaube ich, ist es immer wichtig zu überlegen, so woher kommt eigentlich diese Art der Digitalisierung, die wir da gerade haben? Wem nützt das was und wie muss das sein, damit es uns irgendwas nützt? Wenn wir immer über dieses Datenschutz, diese, ich will fast schon sagen, Metapher, ja, oder diese Horrorvision, da kommt immer der Datenschutz und der verhindert immer alles. Da lande ich total schnell in der Ecke derer, die Digitalisierung gar nicht wollen und immer alles verhindern, was totaler Quatsch ist, ehrlich gestanden, sondern und jetzt mache ich vielleicht nochmal den kleinen Schlenker zur Luca-App. Das Entscheidende ist halt zu gucken, welche Art von Digitalisierung ist es und wie kommt es eigentlich, dass plötzlich so ein Start-up wie die Firma hinter der Luca-App um die Ecke kommt und uns plötzlich irgendwas verkaufen will, was total schick klingt und beim näheren Hingucken aber überhaupt nicht schick ist. Und um das nur mal ganz kurz aufzudröseln, das Problem bei der Luca-App ist eben, dass an einem zentralen Ort ganz viele Daten gespeichert werden. Wo ganz viele Daten sind, da gibt es immer Begehrlichkeiten, auf die zugreifen zu können. Das heißt, wenn auf einem Server irgendwo alle Bewegungsprofile von allen Leuten liegen, dann gibt es natürlich Begehrlichkeiten, da dran kommen zu wollen. Und das sind dann erstmal Daten, das klingt harmlos, Restaurant, Bar, Kino, Konzert und dann ist es aber auch die Kirche und die Moschee und dann ist es auch die Synagoge und dann ist es auch die Parteiversammlung. Und gestern hat ein CDU-Politiker in Baden-Württemberg schon gefordert, man müsse die Luca auch bei Demonstrationen einsetzen. Und dann sehen wir ganz schnell, wohin das führt, wenn so ein Startup diese Daten zentral irgendwo ablegt. Wir haben die erste Corona-Verordnung in Mecklenburg, die verpflichtend Luca vorschreibt in Schulen und überall sonst. Und im Moment haben wir die Auseinandersetzung darum, das abwehren zu müssen, würde ich sagen. Und ich habe nichts gegen Apps, überhaupt nicht. Das habe ich, glaube ich, am Corona-Warn-App-Beispiel schon illustriert. Die Frage ist, wie ist es gemacht? Ein Startup ist ein Unternehmen, hat ein anderes Ziel, das will Gewinn machen als Grundrechtsschutz. Das ist aber mein Interesse als Linke, wenn ich über Digitalisierung nachdenke. Und da muss man dann eben genau hingucken. Das passiert jetzt bei der Luca-App. Da wird es, verrate ich jetzt schon mal, morgen noch eine kleine Überraschung, glaube ich, in der Öffentlichkeit geben. Da bin ich ganz gespannt, wie das so aufgenommen werden wird. Mehr verrate ich jetzt aber nicht. Ich glaube, wenn wir über Apps nachdenken und vielleicht noch den kleinen Schlenker, Marco sagte, mit der richtigen App trauen sich die Leute dann in den ÖPNV. Da mache ich ein kleines Ausrufezeichen dran. Eine App schützt mich nicht vor Ansteckung. Eine App ist dazu da, mir mitzuteilen, ob ich mich eventuell infiziert habe, um andere davor zu schützen, sich durch mich anzustecken. Eine App, egal wie sie ist, schützt mich vor nichts. Sie hilft mir, andere nicht anzustecken. Und das ist ein gutes und wichtiges und gerade dieses sozusagen Gemeinwohlziel, das finde ich, kann gar nicht überschätzt werden.
aber sie schützt mich nicht. Genauso wie Tests übrigens auch niemanden schützen, sondern gegebenenfalls andere, was gut und richtig ist. Das wird aber leicht falsch verstanden. Und den allgemeineren Schlenker, wichtig aus linker Perspektive, ist zu überlegen, welches Problem wollen wir lösen? Und dann sind wir bei sinnvoller IT. Wie kann das technisch gelöst werden? Das ist bei der Corona-Warn-App genauso gemacht worden. Dass Spahn das nicht passt, dass das Gesundheitsamt, Gesundheitsministerium kein Geld mehr reinsteckt, wundert mich nicht. Aber eigentlich ist das ein vernünftiges Ziel gewesen. Und diese Form von, welches Problem wollen wir lösen? Wie kann das sinnvoll, datensparsam gemacht werden? Dafür gibt es Lösungen, die sind nicht unbedingt in Unternehmen zu finden. Eine linke, wichtige linke Perspektive auf sowas muss sein, Open-Source-Softwareentwicklung zu fördern. Und zwar dauerhaft zu fördern. Sowas gibt es in Deutschland fast gar nicht. Das gibt es international zwar. In Deutschland gibt es das nicht. Deswegen sind wir immer auf Startups und Unternehmen angewiesen, weil die anderen Leute dafür kein Geld kriegen. Und solche Software, wie in dem Fall von WissenschaftlerInnen von Universitäten für uns entwickelt wurden, das ist halt einfach ganz selten, weil wir in Deutschland diese Struktur gar nicht haben. Und ich finde, das muss von links viel stärker eingefordert werden, zu sagen, wir wollen vernünftige, gemeinwohlorientierte Software, die uns hilft, unsere Probleme zu lösen, und zwar datensparsam, damit wir nicht auf diese Startups angewiesen sind. Dann höre ich jetzt erstmal auf. Vielleicht oute ich mich auch noch als Zero-Covid-Vertreterin. Ich glaube, dass das ein Missverständnis ist, dass Zero-Covid das Ziel hätte, irgendwas auf Null zu drücken und abzuschaffen, aber ich bin hier auch nicht die Expertin und deswegen würde ich gerne das auch nur kurz fallen lassen und dann weiter über Netzpolitik sprechen wollen. Ja, danke, Anne. Ich finde, was ihr jetzt alle in der Runde aufgezeigt habt, ist, dass es mir halt alle Art von Situationen, jede politische Situation, man sozusagen linke Grundfragen stellen kann. Du hast es gerade nochmal deutlich gemacht, ne? Also wer profitiert davon, wem nützt das, wie sind die Eigentumsverhältnisse dahinter, wo wird der Profit gemacht, wo wird irgendwas mit einer öffentlichen Hand finanziert und dann privatisiert. Was wir jetzt hatten, ein Beispiel von Kurzarbeitergeld und dann Dividenden, App-Entwicklung und dann private Profite, Impfstoffentwicklung und dann private Profite. Also ich finde, diesen gemeinsamen Punkt habt ihr alle ziemlich gut deutlich gemacht. Wir bekommen inzwischen ein paar Fragen im Chat und ihr seid natürlich auch eingeladen, noch andere Dinge zu sagen, die ihr sagen wollt, aber ich würde mit diesen Fragen mal beginnen. Und die erste Frage war, vielleicht um die Reihenfolge nochmal zu ändern, würde ich dann mit Marco anfangen, ist, was können wir aus der Corona-Krise für die Klimakrise lernen? Auch in der Corona-Krise hören wir ja mittlerweile nicht mehr auf die Wissenschaft. Das war ja letztes Jahr noch so die große Hoffnung, hier Corona, wir hören auf die Wissenschaft, wir halten an, wir schreiten es um. Ganz viel Hoffnung, wir können das auf den Klimawandel anwenden, aber irgendwie schaut es gerade nicht mehr so richtig danach aus. Hast du da Lektionen? Lektionen, dann schaue ich mal in mein Lektionsbuch. Nee, aber ich kann mir, denke ich, vorstellen, was die Frage eigentlich auch meint oder was das Problem darstellt. Also klar, es sind zwei Menschheitskrisen. Die eine ist jetzt gerade ganz akut und die andere ist eher schleichend und dauert sehr lang und die Auswirkungen sind jetzt nicht sofort betroffen und trotzdem ist sie von globaler und von herausragender Bedeutung für die Zukunft dieses Planeten und für die Menschheit. Also ich glaube, die Mehrheit der Menschen hier in Deutschland und auch weltweit, die zumindest genügend Informationen darüber haben, wissen, dass das Virus gefährlich ist, dass es das gibt, wie man sich schützen kann und dass man auch Maßnahmen dagegen tun muss, gegen das Virus. Und es gibt eine Minderheit, die das ablehnt, die da das leugnet und so weiter. Die ist sehr laut, diese Minderheit, wenn ich jetzt an Querdenken oder AfD oder irgendwelche Leute denke. Aber trotzdem weiß ich genau, dass die Mehrheit der Leute gute Maßnahmen unterstützt. Und der Unterschied bei Corona ist eben auch, die Leute wissen auch, dass es ganz akut ist, weil es geht hier um Leben und Tod. Von heute auf morgen kann mein Verwandter, meine Oma, mein Opa daran sterben oder schwer erkranken. Deswegen will ich auch, dass diese Gesellschaft was tut. Beim Klimawandel ist es eben was anderes. Da ist das Problem nicht so greifbar. Und auch trotzdem glaube ich, dass beim Klimawandel die Mehrheit der Menschen davon überzeugt ist, dass es ein reales Problem ist und dass man Maßnahmen dagegen tun muss. Und nun ist die Frage, wie erreichen wir, wenn es Corona vorbei ist, auch eine Mehrheit oder eine reale Veränderung hin zu einem sozialökologischen Umbau zum Beispiel? Und da dürfen zum Beispiel aus meiner Sicht nicht die Fehler gemacht werden, wie sie jetzt bei der Corona-Krise gemacht werden, nämlich Maßnahmen getroffen werden, die Leute nicht verstehen, die teilweise auch nichts wirken oder die falsch sind.
und zu Unvernunft, zu Unverständnis führen und eben dann auch keine Akzeptanz mehr ist. Also beim Thema Klimawandel ist es ja so, dass da auch schon solche Entscheidungen immer mit im Raum stehen, die bei Leuten dann nur zu Kopfschütteln führen. Also hohe Strompreise ist so etwas, was die Leute ganz real erleben. Hat es nicht unbedingt eins zu eins was zu tun damit mit erneuerbaren Energien und mit der Klimakrise, aber sie sehen das auf dem Stromzettel und haben deswegen eine Ablehnung zu erneuerbaren Energien. Auch Arbeitsplatzverlust ist ja auch ein Thema, wenn ich jetzt an Strukturwandel denke. Und wenn ich dann eben, also das Thema Arbeitslosigkeit war ja ein großes gesellschaftliches Problem in Deutschland. Das ist auch, da kommen bestimmte Beißreflexe raus. Oder generell Kosten der Klima, das Thema der Energiewende. Und dann muss es eben, denke ich, kann so eine Energiewende nur gelingen, wenn die Menschen auch reale Vorteile davon haben. Also wenn ein Windrad in irgendeinem Dorf gestellt wird, dann finde ich schon nachvollziehbar, dass die Leute da dagegen sind. Also warum sollten sie denn dafür sein? Sie haben ja nichts davon. Und deswegen muss es eben darum gehen, dass so ein Windrad zum Beispiel auch Gewinne abschöpft für die Bürger vor Ort. Dass dann eben jeder Bürger 200 Euro im Jahr Anteil bekommt. Also eine dezentrale Energieversorgung auch was mit Anreizen zu tun hat. Oder dass man beim ÖPNV zum Beispiel auf einmal kostengünstiger fahren kann. Das ist alles nicht passiert. Wir haben in Leipzig jetzt im August Fahrpreiserhöhung auf 3 Euro pro Stunde. Das ist teurer als in Berlin, da kann man nämlich 2 Stunden damit fahren. Ja, also es werden gerade so viele Entscheidungen getroffen, die einfach nicht zur Akzeptanz von so sinnvollen und guten Maßnahmen führen. Und da wiederholt sich das Spiel, was gerade wir bei Corona erleben. Und das liegt eben auch in so einer neoliberalen Politik, in der wir leben. Und da braucht es gerade die Linke, die dann die richtigen Antworten dahin gibt, dass die Leute den notwendigen Klimaschutz, den sie als notwendig erachten, auch mittragen können, weil sie eben dann am Ende nicht schlechter gestellt sind zum Beispiel oder ja andere Nachteile haben. Das ist entscheidend, auch in einer demokratischen Gesellschaft. Nur so kommt man auch Mehrheiten für Maßnahmen. Super, danke Marco. Das ist auch schon eine gute Überleitung um die zweite Frage, die ich jetzt erst eher an Horst stellen würde. Du hast ja vorhin schon gesagt, Horst, wir müssten versuchen, die Maßnahmen, die jetzt kommen, also zum Beispiel die Unternehmensrettung, mit der sozial-ökologischen Transformation zu verknüpfen. Und die Frage ist, wie kann es gelingen, die gesellschaftliche Stimmung zu drehen, um soziale und ökologische Perspektiven, um für soziale und ökologische Perspektiven Mehrheiten zu begeistern, wo die meisten doch gerade eher mit konkreter Alltagsbewältigung beschäftigt sind. Ja, ich finde, einen wichtigen Aspekt hat Marco gerade eben schon angesprochen und behandelt, nämlich dass sozial-ökologische Transformation genauso wie die Pandemiebekämpfung etwas sein muss, wo man dabei sein kann, was nicht gegen den eigenen Alltag durchgesetzt wird, sondern was man in seinem eigenen Alltag mitleben kann, möglicherweise sogar mittragen kann, also wie man selber zum Subjekt dieser Veränderung werden kann. Man kann ja in der Pandemiebekämpfung, da lernen wir ja, dass es ohne das aktive Mittun der Bürgerinnen und Bürger nicht geht, dass jede paternalistische Ansprache oder jede autoritäre Ansprache nur den Widerstand provoziert, aber dass also sozusagen jede Ansprache, die darauf setzt, dass es auf das Verhalten jedes Einzelnen auch ankommt, auf das risikobewusste Verhalten, eine positive Reaktion auslöst. Und das ist ja sozusagen auch der zentrale Punkt, also den wir als Linke immer auch in dieser Pandemiepolitik und auch sonst vertreten, dass wir bei aller Emotionalität in unserer Ansprache auch immer darauf setzen, dass das, was wir wollen, irgendwie rational und vernünftig ist und Vorteile bringt. Und auch das, diese Aspekte wird man dann auch beim sozial-ökologischen Umbau ganz konkret im Alltag irgendwie mit deutlich machen müssen. Das fängt an bei der Frage von Strompreisen bis hin zu anderen Geschichten. Und nochmal zurück, also einen Punkt würde ich gerne noch ansprechen, den Marco oder den du auch kurz angesprochen hattest, das betrifft die Frage der Impfstoffe und der Patente und der Lizenzen. Ich glaube, ein zentraler Punkt unseres Agierens als Linker muss einfach sein, dafür einzutreten, dass die Patente freigegeben werden, zumindest aber kostengünstige Lizenzen zur Verfügung gestellt werden, um überall auf der Welt diese Impfstoffe produzieren zu können und damit auch die Frage zu stellen, also wo sind die Grenzen des privaten Eigentums und des Profitinteresses, weil auch das wird uns ja wieder beim sozial-ökologischen Umbau, bei der Transformation irgendwie beschäftigen. Wer profitiert davon und wer hat von diesen Maßnahmen den Nutzen? Dann will ich
noch zwei Aspekte ansprechen, die mir ganz wichtig zu sein scheinen für die Frage, wie man gesellschaftliche Stimmungen wenden oder drehen kann. Das erste Beispiel ist dieser Kohleausstieg, wo 40 Milliarden für ausgegeben werden, die wiederum an irgendwelche Unternehmen, Beraterfirmen und ich weiß nicht was fließen, wo es dann darum geht, irgendwelche Konzepte für die Zukunft der betroffenen Regionen auszudenken und von denen man heute schon sagen kann, vieles wird nur also schwer bezahlt Papier bleiben, aber nicht umgesetzt werden können. Ich würde mir wünschen, dass wir als Linke viel stärker darauf orientieren, dass 10 Milliarden wahrscheinlich ausreichen würden, wenn man sie vernünftig an die Menschen vor Ort verteilen würde, damit sie selber irgendwie erfinderisch tätig werden. Also es gibt dort genügend Ingenieure, Fachleute und ähnliche Dinge, die Ideen haben, was sie anderes machen könnten als Kohle abbauen, also sozusagen Geld zu nutzen, um in die, wenn man so will, gesellschaftliche Fantasie, in das Arbeitsvermögen zu investieren und sie damit also zu Akteuren der sozial-ökologischen Transformation zu machen und nicht zu Objekten, die das irgendwie gut finden oder nicht. Und ein zweiter Aspekt, der mir für einen Stimmungswandel wichtig zu sein scheint, lässt sich an dem Beispiel der systemrelevanten Berufe oder der Diskussion über die systemrelevanten Berufe deutlich machen. Auch dort, also das haben wir auch so ein bisschen weggesteckt unter dem Motto, naja, klatschen reicht nicht, sie müssen auch besser bezahlt werden, höhere Löhne oder so. Aber aus der Tatsache, aus der Erfahrung, die Verkäuferinnen gemacht haben, die Paketauslieferer gemacht haben, aber die vor allen Dingen das Pflegepersonal und die Ärzte in den Krankenhäusern machen oder in den Altenpflegeheimen, da müssen wir viel stärker deutlich machen, dass daraus sich auch so etwas ableitet wie das Recht, Ansprüche an die Gesellschaft zu stellen. Und ein großes Problem, was wir haben, ist, dass viele Leute nicht mehr wissen oder nicht mehr glauben, dass sie auch ein Recht haben, Ansprüche zu stellen, sondern dass sie maximal Bitten an die Politik richten können und ähnliche Dinge. Aber so eine Grundlage, dass man auch das Recht hat, Ansprüche zu stellen, wenn man für diese Gesellschaft etwas leistet, das ist auch ein Stück weit verloren gegangen und trägt zu einer miesen Stimmung bei, die sich so ein bisschen dadurch auszeichnen lässt, dass man sagen kann, naja, es wären ja alle, sind ja alle irgendwie für den sozial-ökologischen Wandel, aber und so mit dem Klima muss man irgendwie etwas machen, aber irgendwie kann man ja nicht so richtig was machen und man befindet sich in so einer Ohnmachtssituation, aus der heraus man auch sich wenig selbst zutraut. Und also dieses, ihr seid wichtig und ihr könnt euch was zutrauen und ihr habt das Recht, irgendwie auch Ansprüche an den Staat, an die Politik und so weiter zu stellen. Das ist eine Grundhaltung, die wir als Linke viel stärker fördern müssen, wenn wir einen Stimmungswandel herbeiführen wollen. Zumindest wenn es ein Stimmungswandel nach links sein soll und nicht einer, der in also wütenden rechten Zorn irgendwie mündet. Vielen Dank, Horst. Ihr beiden habt jetzt so einen Ausblick gegeben, was ihr denkt, wie wir die gute linke Politik, die Sozialisten ökologisches verbindet machen könnten, was wir dafür bräuchten. Anne, vielleicht kannst du das noch verbinden mit auch einem Ausblick, so linke Antworten auf netzpolitische Fragen sozusagen, auch auf Corona bezogen, aber sozusagen noch eine Stufe höher. Du hast ja vorhin schon kurz was formuliert zu linken Antworten, die manchmal so einerseits absolut und andererseits so ohnmächtig sind auf Digitalisierung bezogen. Das würde mich noch interessieren, was du da noch einlinkst. Und ihr habt noch die Möglichkeit zu letzten Fragen, ansonsten würde ich danach in eine Abschlussrunde kommen. Also das war jetzt ans Publikum gemeint. Ich finde es nicht ganz einfach zu beantworten, weil mir die Antworten im Bereich Netzpolitik, Digitalisierung, aber das ist vielleicht auch der Fachidiotinnenblick, manchmal so banal erscheinen. Einerseits würde ich sagen, ganz viel, das hat Corona gezeigt, haben wir riesige Defizite in den Infrastrukturen. Ja? Also wie soll denn Homeoffice, wie soll Videokonferenzschule funktionieren, wenn ich in einem Dorf sitze, wo einfach das Internet nicht angekommen ist? Da haben wir immer noch riesige Lücken, die aber ganz zentral wichtig sind, damit alle eben dann sich an sowas auch beteiligen können. Das wiederholen wir seit Jahren und auch nicht nur wir. Und das bleibt ein riesengroßes Problem, dass hier Infrastruktur bereitgestellt werden muss, die es in der Form nicht gibt. Auch um nochmal auf die Schulen zurückzukommen, was mir erst so richtig bewusst wurde, obwohl ich zwei Kinder habe, die in die Schule gehen, wie
wie verrückt es ist, dass LehrerInnen zum Beispiel keine Dienstgeräte haben, keine Dienst-E-Mails haben. Also das, was überall in jedem anderen Beruf völlig selbstverständlich ist, es für LehrerInnen nicht gibt, dass es keine IT-Unterstützung gibt bei solchen Sachen wie Zeugnisse erstellen oder Datenbanken, wo die ihre Informationen ablegen können oder so. Also so wirklich so Dinge, wo du denkst, das ist doch inzwischen wirklich überall angekommen, aber in den Schulen nicht. Und das sollen die sozusagen nebenbei privat noch leisten. Und das ist natürlich jetzt auch alles komplett über uns zusammengebrochen, dass da so viel fehlt, was aber einfach zukünftig weiter auch ein Problem ist. Ein anderer Punkt, der mir noch eingefallen ist, der so ein bisschen nochmal an diese App-Debatte anknüpft, warum ich auch glaube, dass dieses Heilsversprechen, dass Apps uns da rausholen, viel zu kurz gegriffen ist, weil, und das sehen wir bei der Corona-Warn-App und das zeichnet sich bei der Debatte um die Luca-App ab und das werden wir wieder haben bei der demnächst auf uns zukommenden Diskussion über die Impfzertifikate oder digitalen Impfpässe, die es dann demnächst geben soll, dass da gewissermaßen eine digitale Lösung vorgestellt wird, nur das Drumherum aber völlig fehlt. Und ich würde sagen, das ist bei der Corona-Warn-App deutlich zu sehen gewesen, dass da einfach nicht nachgedacht wurde, wie kann eigentlich den Leuten, die die Tests machen, die da sind wir wieder bei den Care-Berufen und bei den Ärztinnen und so weiter, die dann von Zetteln überfordert waren, wo drei Kreuzchen gemacht werden musste, wo ganz viele Testergebnisse in den Apps einfach nicht angekommen sind, weil niemand so genau wusste, was alles unterschrieben werden muss und den Leuten das auch nicht beigebracht wurde. Bei der Luca-App ist es so, die soll ja angeblich dabei helfen, ganz viele Kontaktdaten an die Gesundheitsämter weiterzugeben, denen es dann helfen soll, nachzuverfolgen, wer wen angesteckt hat. Und die Gesundheitsämter, Leute, die sagen jetzt schon, das funktioniert technisch nicht, aber hat auch niemand darüber nachgedacht, wie in den Gesundheitsämtern eigentlich der Prozess begleitet wird, ja, also was für die an zusätzlichem Personal nötig ist, um diese technische Infrastruktur erstmal zum Laufen zu bekommen und dann möglicherweise mit diesen Daten umgehen zu können. Das heißt, es wird immer so eine technische Insellösung präsentiert, aber das Drumherum, um das in unsere Gesellschaft einzufügen, das wird vergessen. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist sicherlich nicht die App dran schuld gewesen, aber dieser Gedanke, was den Leuten, die damit arbeiten, eigentlich was für die nötig ist, damit sie das gut gebrauchen können und damit die dann auch damit uns als Gesellschaft helfen können. Diese Schritte, die fehlen ganz häufig. Und auch bei der Corona-App ist es ja schon so und auch bei den ganzen sonstigen Datenflüssen, wo es immer heißt, die Gesundheitsämter sträuben sich dagegen, sich ordentlich anschließen zu lassen an die Systeme. Die sträuben sich, weil sie sowieso schon unterbesetzt sind, weil sie das einfach nicht schaffen im Moment und weil sie mit Datenmassen auch nichts anfangen können, wenn sie schon mit viel kleineren Daten, also diese zum Beispiel diese Inzidenzgrenze von 50, die wurde ja irgendwann mal eingesetzt, weil es hieß, das ist die Grenze, ab wann, also darunter können die Gesundheitsämter noch einzeln nachverfolgen, darüber nicht mehr. Das ist ja eine fiktive Grenze, wenn man so will. Und diese Debatte, wie kann man aber die Gesundheitsämter entsprechend ausstatten, um damit vernünftig umzugehen und dann vielleicht, wie kann man das digital unterstützen, die ist so nicht gestellt worden. Das finde ich immer ganz wichtig. Das ist hier ein Beispiel und das spielt aber ganz häufig sonst auch eine Rolle, immer wieder zu überlegen, was ist das Problem? Und was brauchen wir, um es lösen zu können und nicht so, wie es häufig passiert. Wir haben hier ein Startup, die haben eine tolle Idee, die kriegen gerade Fördergelder für Blockchains und plötzlich, husch, haben wir ein Impfzertifikat mit 5 Blockchains dran. Das ist nämlich die aktuelle Firma, die vom Gesundheitsministerium jetzt ausgewählt wurde, um uns die digitalen Impfzertifikate zu basteln, weil die dafür super Fördergelder kriegen. Aber ob das irgendjemand braucht, die Frage stellt sich einfach niemand. Und jetzt fange ich an, ein bisschen zu wiederholen und stattdessen höre ich, glaube ich, lieber auf. Ja, danke, Anne. Ich finde die Antworten gar nicht banal und ich finde es nämlich total einen guten Hinweis, auch zu sagen, dass uns diese ganze Technik ja nichts hilft, wenn wir keine Menschen haben, die mit dieser Technik umgehen können, die der Technik vertrauen, dass in irgendwas eingebettet ist. Genau, also ich finde, weil du gesagt hast, die Antworten auf digitale sind banal. Ich glaube, wir stellen uns ganz oft diese Grundfragen von digitalen möglichen Lösungen gar nicht, die dahinter stehen. Wir sind jetzt schon eine Stunde dabei, staun, staun. Ich würde euch gerne die Möglichkeit geben zu einer kurzen Abschlussbemerkung. Das kann jetzt entweder sozusagen eine Reaktion aufeinander sein, was ihr euch noch wünscht oder was ihr daraus mitnehmt. Ich muss schon mal sagen, ich habe total viel gelernt an Sachen, die ihr gesagt habt. Und ich würde vielleicht da wieder für die zur Anfangsreihenfolge zurückgeben und Horst als erstes das Wort geben. Na, ich würde dann noch zwei
Geschichten zum Besten geben, die ich am meisten glaube, in dieser Pandemie irgendwie für mich selber auch gelernt zu haben. Nämlich einerseits, welches Ausmaß von im Grunde genommen Wohlstand es ist, wenn man sein Leben irgendwie planen kann und die Möglichkeit hat, irgendwie so Entscheidungen zu treffen und zu sagen, naja, in einem halben Jahr fahre ich mal dahin oder mache dieses oder jenes, und dann kommt plötzlich so ein Virus und zerstört jede Planungsmöglichkeit und man wird in eine Situation zurückversetzt, wo man eigentlich nicht genau sagen kann, wie wird es einem in einer Woche gehen, was wird man da machen, und wenn man das jetzt so also mal übersetzt in die Situation von Studenten, von Studentinnen, von oder auch von Schülerinnen, die vor dem Abschluss stehen und einer ganzen Reihe, also so von Menschen, dann bekommt man so eine Vorstellung davon, was dieses Virus oder die Pandemie im Alltag anrichtet und für Auswirkungen haben kann, über die wir uns heute noch viel zu wenig Gedanken machen. Also ich glaube, darauf will ich am Ende mit diesem Punkt hinaus. Wir werden noch Wirkungen, soziale und psychologische Wirkungen dieser Pandemie bearbeiten müssen, die wir heute noch gar nicht wirklich ermessen können. Und das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, es gab mal eine Zeit, da habe ich gerne Urs Fischer zitiert, den Trainer von Union Berlin, der im Juni mal gesagt hat, ja, man kann ja jede Entscheidung kritisieren, die getroffen worden ist, aber man möchte sie selber nicht treffen müssen. Und ich habe auch eine gewisse Demut gelernt vor denjenigen, die in einer Situation extremen Nichtwissens, also sowohl des Nichtwissens über das Virus am Anfang, aber auch der Wirkung der Maßnahmen und der Reaktion der Bürger gleichwohl Entscheidungen getroffen haben, und habe immer dafür geworben, dass man, oder würde auch jetzt noch dafür werben, dass es notwendig ist, Entscheidungen so zu treffen und politische Räume so zu gestalten, dass auch Irrtümer möglich sind und es möglich ist, ohne Gesichtsverlust Entscheidungen wieder zu korrigieren, wenn man feststellt, dass sie falsch sind. Und in Verbindung zu der letzten, zu der Frage mit dem Stimmungswechsel für sozialökologische Wende, würde ich auch sagen, man kann vielleicht auch lernen, die Menschen lieben keine Abenteuer, sondern sie wollen wissen, dass Politiker wissen, was sie tun. Das bedeutet für uns aber auch, wenn wir über sozialökologischen Transformationen, radikale Veränderungen, die notwendig sind und so weiter reden, dass wir uns viel mehr Gedanken darüber machen müssen, ob wir wissen, was wir tun. Also welche Wirkungen Entscheidungen, die wir als Linke treffen würden, in Bereichen haben, wo man zunächst gar nicht mal mit rechnet. Also wissen wir zum Beispiel, welche Auswirkungen es hätte, jetzt ein ganz blödes Beispiel, wenn man für 3 Wochen die Großbetriebe zumachen würde. Also ich will jetzt nicht dafür oder dagegen reden, ich will nur die Frage stellen, ob wir wissen, was dann passiert, wenn man einen solchen Eingriff in globale Wertschöpfungsketten macht, nachdem wir gerade erlebt haben, was passiert, wenn man so für 7 oder 10 Tage ein Tanker den Suezkanal irgendwie blockiert. Also sprich, eine gewisse Demut vor der Komplexität. Es ist sozusagen mein zweiter Lerneffekt in diesem vergangenen Jahr gewesen. Dankeschön, Horst. Also große Pläne, aber Demut bei dem Weg dahin, habe ich jetzt mitgenommen. Als nächstes an Anne. Was möchtest du noch als Schlusskommentar bei uns lassen? Ich glaube, ich mache es eine Nummer kleiner, obwohl ich diese großen Bögen sehr wertschätze. Und würde mir sehr wünschen, dass alle, wenn sie das nächste Mal irgendwo hören, der Datenschutz hat verhindert, dass XY, dass dann eine rote Warnlampe angeht und nochmal geguckt wird, wer behauptet das gerade, wie viel wissen die tatsächlich darüber, was da angeblich verhindert worden ist, und was könnte ansonsten noch die Ursache sein, denn ich glaube, Datenschutz ist eigentlich was sehr, sehr Sinnvolles, und es ist noch unbewiesen, was der angeblich verhindert haben soll in dieser Pandemie. Deswegen, das ist einfach so ein Signalzeichen. Und auf der anderen Seite würde ich mir aber auch wünschen, dass eine linke Perspektive immer auch Lust auf Technik enthält und nicht dabei rauskommt zu sagen, das ist alles böse und überwacht uns und macht alles kaputt. Das muss überhaupt nicht sein. Es gibt unglaublich hilfreiche, nützliche Informationstechnik, nicht zuletzt das, worüber wir uns hier gerade unterhalten können. Die Frage ist, wie es gemacht wird und von wem das gemacht wird, und da sehe ich viel linkes Potenzial.
Dankeschön, Anne. Und dann weiter an dich, Marco. Ja, ich kann da ganz gut anknüpfen. Also ich bin auch ein Vertreter davon, dass wir als Linke Technik natürlich auch als Chance begreifen müssen, uns von schwerer Arbeit, körperlichen Dingen, nervigen Dingen zu befreien. Also das sehe ich schon auch als linke Revolution an, so eine Technologisierung, wenn sie dann richtig läuft. Und das ist ja was Gutes aus meiner Sicht. Zu dem Thema Zero Covid vielleicht noch einen Satz, weil das Horst Kraus jetzt auch nochmal aufgegriffen hat, ob wir das zu Ende gedacht haben. Natürlich ist das auch eine massive Einschränkungen in der Weltwirtschaft und auch für den eigenen Staatshaushalt und für ganz viele Probleme, die man damit auch in Kauf nimmt. Aber man fordert das ja nicht, weil wir Lockdowns so cool finden oder so, sondern man fordert das ja im Zweifelsfall deswegen, weil der bisherige Lockdown, diese halbherzigen Lockdowns eben nicht funktionieren und dann eben Monate dauern oder Monate Einschränkungen entstehen. Und die Idee von so einem Zero-Covid ist ja vor allem, dass das Virus möglichst schnell und wirklich durch eine sehr radikale Kontakteinschränkungen, eben auch keine, nicht zur Arbeit zu gehen und praktisch 3 Wochen Urlaub zu Hause zu machen, ist ja die Hoffnung verbunden, dass man das Virus, die Verbreitung dann so weit ausgerottet hat, dass es sich eben nicht mehr weiter verbreiten konnte und dann im eigenen Körper dann nicht mehr weitergeht. Das ist ja die Grundidee dahinter. Aber das, was die Regierung eben jetzt gerade macht, mit diesen halbherzigen Lockdowns, mit diesen nicht funktionierenden Sachen, die keiner versteht, wo die Akzeptanz gerade massiv in den Keller geht, sehe ich auch eine große Gefahr für unsere Gesellschaft. Also nicht nur, weil das nicht so viel Geld kostet oder weil, du hast gerade auch Ausbildung als Beispiel genannt, Leute sich jetzt gerade nicht für die Zukunft planen können oder die Künstlerinnen und Künstler, die gerade nicht nur kein Geld kriegen, sondern auch keine Krankenversicherung gezahlt bekommen, ja, wenn sie nicht auftreten. Das sind ganz viele Probleme. Das Kurzarbeitergeld mit den Rentenpunkten, hatte ich vorhin gesagt, sind ganz viele Probleme, die uns erst in Zukunft noch beschäftigen werden, auch wie die Haushalte das für die nächsten Jahre in den Parlamenten überstehen. Und das führt, glaube ich, aus meiner Sicht dazu, insbesondere hier in Sachsen, dass die Rechten hier gerade einen massiven Auftrieb bekommen, also dieser rechte Mob sehr viel stärker wird gerade. Und davor habe ich eigentlich Angst. Also, und das ist aber nicht die Schuld der Linken. Also das ist nicht die Schuld der Linken, dass wir keine Antworten auf die Frage gegeben haben, sondern ich gebe die Schuld hier ganz eindeutig der neoliberalen Regierungspolitik, die Leute irgendwie auch nach rechts driften lässt, weil diese eben einfache Antworten haben auf eine sehr komplexe Frage und aber eigentlich gar nicht das Interesse an der Lösung haben, sondern einfach nur Stimmung erzeugen. Und wir sind richtigerweise natürlich darin interessiert, Lösungen zu finden, auf sehr komplizierte Fragen und machen manchmal zu komplizierte Antworten, die dann keiner auch nicht versteht, beziehungsweise nicht so attraktiv sind, wie es vielleicht Nazis oder andere, müssen ja nicht mal Nazis sein, sondern rechte Gruppen sind. Und das ist so ein Problem, wo wir, denke ich, noch an uns arbeiten müssen, dass wir Dinge wirklich genauer erklären müssen, überhaupt positionieren sollten als Linke. Also es gibt ja noch keinen eindeutigen Beschluss, dass wir zum Beispiel Zero Covid gut oder schlecht finden, sondern es sind immer nur so Einzelmaßnahmenentscheidungen. Und da müssen wir, glaube ich, eher auch geschlossener nochmal werden und breiter auftreten als Linke, was unsere Antworten in so einer Pandemie sind und auch was unsere Antworten nach so einer Pandemie sind. Und da müssen wir noch einiges machen. Und deswegen sind ja solche Veranstaltungen, wie Sie als Links sind, auch anbieten, so wichtig, wo wir verschiedenste Themen Woche für Woche aufgreifen, heute zunächst erstmal einen Abschluss machen, aber das wird ja in Zukunft trotzdem weitergehen. Und genau das müssen wir auch tun, denn die Stärke der Linke ist ja, zu debattieren und die Vor- und Nachteile wirklich abzuwägen und damit auch zu erklären den Leuten. Und das passiert in der normalen Politik, in der regierenden Politik halt so gut wie gar nicht. Und das ist ein Hauptproblem, wo ich für unsere Gesellschaft dann wirklich auch Angst bekomme, wenn ich mir so einige Landstriche in Sachsen anschaue, was dann dazu führt, dass die Leute halt zu AfD und Co. wechseln. Ja. Ach du, das war ja mal ein positiver Abschluss, das, Marco. Ich wollte auch sozusagen jetzt nochmal zum Abschluss sagen, ich fand es eine sehr anregende Debatte und ich finde, wir haben gut aufgezeigt, was läuft gut bei Corona, was läuft schlecht, was bräuchten wir für eine sozial-ökologische Transformation, aber wir haben gerade nicht über Kräfteverhältnisse gesprochen. Ich finde, das ist am Ende nochmal gut deutlich gemacht. Ne? Also die Linke hatte einige gute Lösungen, kommt aber an vieler Stelle überhaupt nicht durch damit und das gilt nicht nur für die Linke als Partei, sondern für die Linke insgesamt, ja. Und ich glaube, dass es dieses Jahr noch total wichtig werden wird, dass wir uns da stark verbinden, also auf der Straße mit vielen Bewegungen und Gewerkschaften und auch den Parteien, um da Link-Lösungen und das im breiten gesellschaftlichen Sinne voranzutreiben, weil wir ja sehen, dass vieles auch schlecht läuft.
Ich habe zum Abschluss noch die Einladung, dass es demnächst noch einen Abschlusstalk von dieser Reihe geben wird. Also sagen wir, wann ist der inhaltliche Abschlusstalk? Es wird noch eine Auswertung geben. Das wird dann auch bei YouTube zu finden sein. So, könnt ihr mal links und einmal nachgucken, wenn ihr das noch sehen wollt. Und ich wollte noch darauf hinweisen, es hat Horst vorhin auch gesagt, dass wir die Patente freigeben müssen. Also ein Teil von globaler Solidarität ist natürlich, dass wir die Impfstoffe nicht nur für den globalen Norden oder für Deutschland und Europa behalten, sondern dass wir sie global freigeben. Und da gibt es gerade eine Petition von der Linken. Soweit ich weiß, wurde die auf dem YouTube-Link auch geteilt. Wenn ihr Impfpatente freigeben, die Linke googelt oder Ecosiat oder Startpaget, also irgendwie sucht, dann findet ihr die. Vielleicht wollt ihr die noch unterstützen. Genau. Mir bleibt zum Abschluss euch noch zu danken, dass ihr nach Feierabend und sonst auch vielen Online-Meetings euch noch Zeit genommen habt für dieses Podium. Vielen Dank für eure sehr erhellenden Beiträge und danke für alle, die zugeschaut haben. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend.